Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Sonnenseite, ich bin der Shorty von der Test Area und wir müssen hier ein Feld anbinden und dann mit dem Tiefenlockerer gruppern, das ist ja der Auftrag. Aber bevor wir das machen, gucken wir, was die anderen treiben und für Unfug machen. So, der neue Kurs vom Mähen. Bis jetzt funktioniert er. Ich werde halt nur jetzt anschließend schwaden müssen. Das ist aber nicht schlimm, denn so kann ich mir schon mal einen Schwader kaufen. Ja, jetzt ist natürlich immer die Frage, was für einen Schwader. Eigentlich ist dieser 14 Meter und der beste Schwader, den man sich zulegen kann. Aber ich will mal versuchen, ich glaube, ich bereue das, ne? Ich will mal versuchen, den 19 Meter Schwader. Er sieht so komisch aus wegen dem neuen Kurs, den wir gemacht haben. Also mal versuchen, mit dem 19 Meter Schwader was zu reißen. Und wir werden sehen. Wenn das nicht klappt, muss ich den 19 Meter halt verkaufen. Und dann müssen wir wieder einen anderen besorgen. So, die anderen Aufträge, die Gruppenaufträge laufen. Wir sind jetzt hier 56 sollen wir pflügen. Ja, das sind Geldbeträge, ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist nicht so pralle. Aber ey. Kleinvieh macht auch Mist. So, ich würde jetzt einfach mal hier 1,50 Meter rangehen und sagen, guck mal hier, das ist jetzt mein Feld 56. So. Müssen wir natürlich hier noch anbinden. Dann werde ich nämlich jetzt mal eben schnell den Fangkurs einfahren und die Feldausfahrten. Und dann gucken wir gleich. Ja, ich habe die 56 jetzt angebunden, aber ich kriege hier schon wieder eine Meldung. Hat den Kurs verlassen und gestoppt. Gucken wir gleich. Feld 56 waren wir noch nicht. Ich erstelle jetzt nur den Ordner. Aber den Kurs, den ich jetzt baue, ja, der kommt natürlich nicht rein. So. Shop erstellen. Ich will, dass du hier da aufhörst. 9 Meter. 9,18,27 Bahnen weich. Uhrzeigersinn hoch runter. Ja, automatisch im Kreis generieren. Das ist nicht so. Wie ich das gerne hätte, ja. Einfach. Ja, komm, wir machen auf einfach. Dann geht das mit den Feldinseln. Wir speichern den Kurs eh nicht ab. Jetzt muss ich nur sehen, auf wie viel km/h der kommt. Er hat nämlich wenig PS. Der Tiefenlockerer ist mit mehr Leistungsbedarf angegeben. A13. Auf 9 Meter. Der soll keine Viertelstunde brauchen. Ich lasse mich überraschen. Du machst das schon. So. Du schon wieder. Warum? Erklär's mir. Wo ist denn schon wieder dein Problem? Kann das tatsächlich am Traktor liegen? Ist das möglich?
Wäre doch aber Unfug. Wir haben noch beim ersten Mal dieses Feld auch hinbekommen. Ohne Schwierigkeiten. So, du musst jetzt eigentlich nur anheben, bis da hinten durchfluschen. Warum hast du den Kurs verlassen? Ist doch bis dahin richtig. Habe ich hier was gemacht? Was den ärgert? So, war es der Weg rum? Das ist doch hier falsch. Du musst doch jetzt hier lang. Hier. Sollte ich nochmal einen Kurs basteln? Also ich weiß es nicht. Er macht die Sachen. Warum fährst du nicht rückwärts, um richtig auf den Kurs zu kommen? Machst du doch sonst auch. Alles merkwürdig. Sobald ein Feld nicht viereckig ist, ne, wird er rebellisch irgendwie. Mal schauen. Ja, schade eigentlich. Bin sonst immer sehr zufrieden mit Cosplay und lass Cosplay auch seine Arbeit machen, ne? Jetzt ist Cosplay ein bisschen zickig. So, wir können noch. Oh, mach's das gut. Du nicht. Böse. Pfui, pfui, pfui. Böse, böse, böse. Ja. Wenn es gar nicht anders geht, müssen wir zur Not echt nochmal einen anderen Kurs machen. Jetzt wieder hier, ne? Einfach mal beobachten. Man könnte jetzt sagen, einem Fendt 1050 Vario wäre das nicht passiert, aber in dem Fall hier glaube ich schon. Ja, das ist alles hier. Egal. Wenn der Grünstreifen da jetzt stehen bleibt, mache ich noch einen Kurs. Könnt ihr euch aber drauf verlassen. So. Weil das ist unsere Wiese. Ne? Das muss... Gehe ich jetzt noch auf Feld 18? Ich glaube nicht. Das ist hier schon... Das mache ich nur... wegen... Und das ist, kriegst du kaum Kohle, ne?
Na ja. Du brauchst noch 14 Minuten. Du brauchst noch 5 Minuten. Apropos 5 Minuten. Ja. Wird alles anerkannt. Mir macht das nichts aus, wenn es länger dauert. Ne? Ja, also eigentlich schon. Eigentlich habe ich ja immer keine Zeit. Also wenn er so ein bisschen dumm rumrangieren muss, das stört mich ja nicht. Hauptsache ist, er kriegt auch alles weg. Weißt? Und mit dieser Wiese hier scheint er echt das Problem zu haben. Ich weiß nur nicht warum. Hier aufhören, da wieder anfangen. Das ist doch das Eigentliche. Okay, ich sehe schon, der ist jetzt hier beim Stopp. Ne? Jetzt würde ich mal gucken. Er hat hier den Streifen stehen lassen und ich frage mich, warum. Da läuft überhaupt nichts lang, ne? Bei der Berechnung. Es tut mir leid, aber ich bin damit absolut mal gar nicht zufrieden. So überhaupt nicht. Und das kann nicht sein. Das ist nicht eine Mission oder so, wo ich sage, den Auftrag, in der abgeschlossen ist, dann ist mir alles egal. Ich brauche den Kurs ja nie wieder. Nee. So. Machen wir mal mit zwei Vorgewinde auf. Vorgewinde weit. Bete runter. Automatisch. Das machen wir auf 0. So. Generieren. Irgendwas hat er gemacht. Speichern. Nähern. Mit 9 Meter. So, nächster Versuch. Laufen lassen. Einfach laufen lassen. Es muss klappen. Sonst macht das keinen Sinn, ne? Aber naja, nichtsdestotrotz. Könnten wir mal eben. Der nächste fügen nicht, aber Gruber, ne, ist auf Feld 18. Waren wir Feld 18 schon? Ist hier unten sein. 17, 13, 22, 21, 20, 12, 19, 15, 16, 19. Da ist 18. Waren wir auch noch nicht. Wenn ich da jetzt hinfahre, müssten wir Feld 18 auch noch anbinden. Das sieht ja auch interessant aus da. Mein lieber Scholli, haben wir da was in der Nähe? Nein. Wo ist denn? Wir sind hier. Hier wäre dann die 18. Eine Menge Arbeit dann aber. Nee, guck. Das ist es mir jetzt nicht wert. Wir warten, was passiert. Ich bin noch nicht ganz fertig hier. Auf der 56, aber kam gerade die Meldung, ne, abgeschlossen.
Dann spare ich mir doch Zeit und Kraftstoff und Lohnkosten. Und zack. Dann kann ich nämlich zum Hof fahren, den wieder wegbringen. Sehr schön. Was machen die anderen? Der, bis jetzt ist dieser neue Kurs super. Gründlicher auch, ne? Bis jetzt. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Guckt mal. Er holt sich jetzt auch die Reste. Ja, das sieht ganz schlimm aus jetzt hier, ne? Durch die vielen verschiedenen Kurse. Kreuz und quer. Aber das Schwaden wäre, ja. Das schwaden wir ja. Wichtig ist mir, dass er den Kurs zu Ende bringt, ne? Dann auch alles erwischt hat. So. Du brauchst noch ein bisschen. Also der ist, ja, ich will nicht sagen, der hat zu wenig PS für die Arbeitsbreite mit dem Grubber. Aber mit der Schaltung bricht er sich echt die Ohren. Der könnte schon zweimal fertig sein, ne? Guck mal jetzt hier. Kommt nicht aus der Pütte. Macht sie nix. Ja, und der glänzt auch nicht gerade mit Leistungsüberschuss hier. Obwohl der Gruber gar nicht so breit ist. Naja. Wo willst du jetzt hin? Du hast eine Abkürzung genommen. Du Lümmel. Du Lümmel. So, wir werden natürlich, ich sollte den ändern, mache ich auch. Wo habe ich denn da? Ich setz den hier hin für alle Fälle. Man weiß ja nie. Zieh. Dann fahren die jedenfalls immer durch und drüber. Immer. So. Nagelbauer. Bundesleistung fällt 36, 42% Rabatt. Der maximale Rabatt liegt aber bei 50%. So, dann kann ich den hier. Verkaufen. So. Okay. Das ist geklärt. Den schicke ich jetzt zum Fahrzeughändler, nachdem ich abgekoppelt habe. So. Er kann nämlich dann den Spader holen. Jetzt, ja, der arbeitet noch. Das ist die 36. Die 36 ist auch fertig, ne? Dann halte ich dich an. Spare ich Lehmkosten. Spare ich Lohnkosten. Abschließen. Zack. Sehr schön. Und du? Darf ja nicht mal viel sein bei dir, ne? 99%, da bleiben wir mal eben bei. Ja, Lohndienstleistung auf Feld 19 abgeschlossen. Frau Müller gibt dir 42%.
Also ich kriege 14% Rabatt insgesamt pro Lohnauftrag. 14. Und die summieren sich dann auf bis maximal 50%. Also durch die, dass nur noch die Hälfte ist, ne? So, hier habe ich schon 2 Jobs gehabt, kein Job. Hier habe ich 4 Jobs gemacht. Herr Nagelbauer ist aber eine Frau, ne? Naja. Frau Nagelbauer ist aber ein Mann, ne? Kalle. Leer. Stubenrein ist ganz wichtig. Ganz wichtig. So. Unser Meer ist noch zugange. Jetzt gucken wir nach dem Schwader. Ich liebe ja Schwaden. Kann ich gar nicht oft genug betonen. Ich habe ganz viele, viele schöne Schwader. So. Das ist eine Konvertierung aus dem LS19. Originale 18 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, 19 Meter Arbeitsbreite, braucht 145 PS. Ich habe den auch noch mal in getuned, aber in getuned will ich die 18 konfigurieren. Der kostet 74.000 Öcken. Ich kreisel den jetzt natürlich auf 28 km/h hoch. So, das bisschen Geschummel gönne ich mir. Ja, wenn das jetzt ein Fehlkauf ist, weil der nicht in die Ecken kommt, beiß ich mir natürlich in den Hintern. Aber das werden wir ja dann feststellen, schon beim ersten Mal Schwan, wenn der seine Arbeit gut macht. Wichtig, das Wichtigste ist mir unsere Wiese, dass die sauber abgeräumt ist. Wenn der seine Arbeit aber gut macht, dann bin ich glücklich, weil 19 Meter und 14 Meter ist ein Unterschied, ne? Ein gewaltiger Unterschied. Ich glaube, dass der Kleine den auch im Griff hat. So, jetzt ist der natürlich ziemlich lang, aber ich bin ja immer zufrieden. Guck mal, der hat eine Hecklenkung. Ach, wie geil. Das ist gut. Also der lenkt die Achse vom Schwader lenkt mit. Somit kommt der natürlich dann auch viel besser um die Kurven. Das ist ja cool. Den habe ich irgendwo von Mottab runtergezogen. Weiß nicht. Der ist da auf jeden Fall zu finden. Nee, den habe ich auf Kornhub gefunden. Genau. Beim Randy Sachsen Let's Play auf seiner Mod-Seite. Kornhub. Da wurde der mal vorgestellt. Wie schön der das macht mit dem Lenken auch, ne? Geile Sache. Geile Sache. So, was? 2 Minuten brauchst du noch. Ja. Dann würde ich sagen, ich lasse den jetzt hier fertig mähen. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal an, wie gut das mit dem neuen Schwader klappt. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, der Kurs jetzt hier scheint wunderbar funktioniert zu haben. Scheint es keine Beanstandung zu geben. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Der Link zum Community Discord Server befindet sich in der Videobeschreibung unter mehr Ansehen. Discord ist gratis. Auch die Teilnahme auf unserem Community Server ist gratis. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es unterstützt meinen Kanal beim Wachstum und abonnieren nicht vergessen. Abonnieren ist auf YouTube gratis im Gegensatz zu anderen Plattformen. Kostet euch demnach keinen Cent. Kann sich somit auch jeder leisten. Ich war, bin und bleib der Schotti von der Test Area und ich bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen
Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.